Okay. Na, da wollen wir mal, ne? Kann ich von hier aus Chanel reisen? Is this possible? Is it possible to fast travel from here aus? Ja, ist möglich. Sehr gut. Oh, wir können auch immer direkt Schnellreise nach dahin machen. Das ist gut. Warte mal, was hat er gesagt? Irgendwas mit B, ne? Irgendeine Insel mit B. A, B, C oder D? Irgendwas mit B, hat er gesagt. B, Chios, Lesbos, Dros, Samos. Guck im Questlog. Wird am einfachsten sein, ne? Ja, ich glaube auch. Sprich mit Georgios. Georgios sind da. Da wollen wir doch hin. Guck mal. Pinball 282, Dankeschön für 7 Monate. Und Roliger, Dankeschön für deine 2,22 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, hier ist das also. Aha. Ja, wo haben wir denn da? Ach du Heilige. Okay, das heißt, wir müssten theoretisch, könnten wir auch da oben irgendwo hin? Das ist aber alles weiter weg, ne? Ja, wir müssen hier hin. Das geht nicht anders, nicht? Zum Tempel des Apollon. Spielst du Assassin's Creed Valhalla, wenn es kommt? Also zum Release glaube ich nicht, nee. Ich glaube zum Release nicht. Eine Frage, mit welchem Programm schneidest du denn die YouTube-Videos? Mit Premiere Pro tatsächlich. Oh, Premiere Pro. Samstag, Sonntag je 24-Stunden Stream, um vor Stream, um vor Valhalla fertig zu werden. Aber Cyberpunk werden wir reingucken, aber ob ich das sofort vom Start weg streamen werde, also sofort, ne, also sofort durchspielen werde im Stream, da müssen wir gucken, wie die Dynamik dann ist, ne? Weil ich weiß jetzt schon, dass das ganz Twitch wieder spielen wird, und das Problem ist, wenn du dann nicht vielleicht der Schnellste bist oder dass halt ich in dem Tempo spiele, wie ich es gerne spielen möchte, ist das große Problem, dass die Leute dann relativ schnell hier dann irgendwie kommen und verlangen, dass du dann genauso spielst wie die anderen 20 Millionen gefühlten Twitch-Streamer, die das gerade auf Twitch spielen. So, weißt du? Das ist immer so ein bisschen, das ist mir manchmal ein bisschen zu stressig. Und deshalb, mal gucken. Also ich würde auf jeden Fall gerne reinspielen, das auf jeden Fall. Ja. Und wenn wir sagen, vielleicht haben wir auch voll Spaß, ne? Es kann ja sein, dass das voll Bock macht und wir das unbedingt weiterspielen wollen. Und dann zocken wir es halt weiter. Das machen wir ganz davon abhängig. Das machen wir ganz spontan. Wichtig ist, dass ich mich bei Cyberpunk auf gar keinen Fall stressen lassen möchte. Also ähnlich wie bei... Hast du schon, weißt du schon, das regt mich jetzt schon auf. Ja. Ja. Naja. Das ist mal ein bisschen uncool dann. Aber es ist halt, das ist ja ganz normal. Das ist ganz normal. Aber wie gesagt, ich würde es halt gerne in dem Tempo spielen, wie ich es möchte und nicht, wie es die Leute möchten, die sonst hier nie auf dem Kanal sind und jetzt dann vielleicht in dem Moment nur da sind, weil sie gerne Cyberpunk sehen wollen. So, das ist immer so ein bisschen blöd. Hast du schon Cyberpunk? Nee. Teach, nee, leider nicht. Und wenn, würde ich es einfach eiskalt streamen, weil ganz ehrlich, mit Leaks kennt man sich ja bei CD Projekt ganz gut aus. Ich meine, die haben ja Fabian Döller eingestellt, ne? Also ich meine... Da stand Funk? Was? Echt? Statt hier in dem Gebiet, wo wir gerade sind, oder was? Habe ich gerade da nicht, hab ich nicht drauf geachtet. Oder wo stand das?
Ach, Cyberfuck. Ach komm, Alter. Ich hab das nur im Augenwinkel gelesen, Mann. Aber Cyberpunk, weiß man das? Also, ist das schon bekannt? Nee, egal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas liebe. Nee. Ich weiß nicht, ob man das schon weiß. Deswegen bin ich ruhig. Nicht, dass da irgendwie jetzt was bekannt wird, was ich gar nicht. Egal. Polemarschen. Oh, sind wir hier bei einer. Oh, das ist eine Festung. Ah, die umgehe ich aber erstmal, weil ich glaube, wir brauchen die später noch. Also ich glaube, wir müssen hier tatsächlich später noch was machen. Deswegen laufen wir hier einmal kurz getrost gekonnt. Einmal drumherum. Ups. Heiligtum der Aphrodite. Aphrodite! Aphrodite, komm mal bitte! So, hier gab's so einen Waldbrand scheinbar, wa? Uiuiui, uncool, ne? Hey! Du Schwein! Blöde Töle! Lukas, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Oh ja, jetzt ganz schön gefackelt. Guck mal. Alles kaputt. Everything in the ass. Hier fühle ich mich jetzt schon wieder doch so ein bisschen an Witcher erinnert, ne? Kleines bisschen Witcher-Feeling hat man hier schon, wenn man hier so guckt. Ne, so ein bisschen. So ein bisschen witcherig sieht das hier schon aus irgendwie, finde ich. Von der Welt zumindest her, also von der Spielwelt hier gerade. Hast du ein Pferd? Ja, warum habe ich... Ja, ich hätte auch das Pferd einfach nehmen können. Das wäre einfacher gewesen. Aber jetzt sind wir eh gleich da. Ich vermisse Witcher. Oh ja, Schwimmbad brauchen wir sicher auch. Total, ey. Total. Total. Ich sag mal, Witcher... Witcher und Bioshock sind die einzigsten beiden Spiele, wo ich sage, irgendwann vielleicht wirklich mal ein Replay nochmal machen. Irgendwann. Irgendwann vielleicht. Hä? Ach, ein Hirsch. Ja, lass mich in Ruhe. Mal schauen, wann das Next-Gen-Update kommt. Da mache ich zumindest einen neuen Run. Ja, habe ich auch schon überlegt. Habe ich auch schon überlegt, tatsächlich. Müsste Mass Effect mal komplett durchzocken. Also du meinst die John Shepard-Reihe, ne? Ja, wäre eigentlich auch cool, ne? Also Mass Effect 1 bis 3 ist auch richtig nice. Da würde ich aber tatsächlich auf ein Remaster warten. Was ja tatsächlich wohl irgendwie... Okay, oh krass. Was ja tatsächlich wohl irgendwie in der Mache sein soll, angeblich. Ich muss mit ihm sprechen. Aber Mass Effect ist halt auch ein sehr, sehr langes Ding, aber hey, ganz ehrlich. Das muss der Mann sein, von dem Pythagoras sprach. Das passt. Witcher 1 und 2 gibt's ja auch noch. Ja, aber Witcher 1 und 2 sind auch gute Spiele, aber eben... Also Witcher 3 halt, ne? Ich meine, hey, ganz ehrlich, Witcher 3, hallo? Der Bau der Sphinx. Beeindruckend. Oje, eine Söldnerin. Was genau machst du hier? Ich heiße Gorgias. Ich erforsche schon mein Leben lang die Geschichte von Böotien und der Peloponnes. Ich suche nach dem fehlenden Teil dieses Amuletts. Ah ja, sie sind mir bekannt. Ich suchte kürzlich eins von ganz ähnlicher Größe. Wo ist es? Mein Lehrling sollte den genauen Fundort in Lucris ausfindig machen. Er ging, um es zu holen, doch er kam nie zurück. Ich werde tun, was ich kann, um deinen Lehrling zu finden. Ich bin sehr dankbar für deine Hilfe. Ich mache mir große Sorgen um Phoebos.
Wohin war dein Lehrling unterwegs? Er wurde beim Grabmal des Minikois in Böotien gesehen. Wonach hat Pibos gesucht? Man fand eine Höhle, in der vielleicht Gegenstände von großer Bedeutung sind. Ich schickte ihn, um das zu überprüfen, bevor ich mich selbst auf den Weg machte. Keine Sorge. Ich finde heraus, was mit Pibos geschah. Hey. So, weiter ist in der Nähe. Findet den Lehrling und beschafft das Amulett. Na, dann machen wir das doch mal. Pierchen, danke schön für dein Geschenksab. Vielen Dank. Hui. Mensch, Freunde, was ist denn hier los? Was macht ihr denn so? Lass mich mal durch hier, bitte. Und Pierchen hat selbst auch einen Prime-Sub rausgehauen. Vielen Dank. Habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Dankeschön. Vielen Dank für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Boah, das sind Löwen. mein Fuß. Warte mal. Level 35. Ciao, Hardy. Vielleicht verschluckte die Kreatur das Amulett bei diesem Blutbad. Okay, warte mal. Vielleicht. Wir müssen den, glaube ich, sogar töten. Kann das sein? Auch wenn ich es nicht will. Ich möchte den gar nicht töten, Mann. Okay, wir treffen halt gar nichts. Moin! Weiter! Hast du ihn gekackt und ihn geschissen, du? Oh, es tut mir leid. Ich will den nicht töten, Mann. Sie ist doch scheiße. Passen perfekt zusammen. Das muss der Schlüssel sein. Dead Eye Reed, vielen Dank. Ich danke dir vielmals für deine 5er-Sub-Bomb. Warte. Warte mal, die ist gar keine 5er-Sub-Bomb. Wie viele waren das? 6 Stück? Ne, 5. 5. Hä? Dankeschön. Vielen Dank für deine 5 gegifteten Subs. Vielen Dank. Mein Hut ist natürlich noch am Start. Aber. Ja, das tut mir jetzt voll leid, jetzt habe ich den Löwen getötet, Mann. Alles nur wegen dir, du Arsch! Okay, aber jetzt können wir wenigstens mal in der Höhle gucken gehen. Was da so drin? Hä, warte mal, wo war denn die Höhle jetzt? Geht's blöd? Bin ich Etzala jetzt blöd oder was? Wo ist denn die Höhle gewesen? War die hier? Wir sind doch hier lang gelaufen. Nee, sind wir nicht. Nee, warte mal, hier sind wir nicht lang gelaufen. Ist das jetzt eine rhetorische Frage? Ich komme da hin, du. Ich komme da hin, du. Ach, hier ist er doch. Guck mal. Meine Güte, du. Mensch, Egon. Was war das denn? Oh, was ist? Ja, wow. War da doch bestimmt noch irgendein fetter Löwe gleich auf uns, oder? Müssen wir hier überhaupt hin? Wir müssen hier eigentlich gar nicht hin. Oh, hier ist ein Schatz. Nice. Hat sich schon gelohnt, hier gewesen zu sein. Mein Schatz. Das ist das Grab von dem Typen gewesen? Mein Gott, wie unepisch.
Der Jockel, Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Hallo? Komm. Ah, okay. Gott, ich komme denn mal hoch. Was hat denn jetzt? Okay. Weiß. So, was haben wir denn eigentlich jetzt gemacht? Wir haben da irgendwas mitgenommen? Was der. Ach, das Amulett haben wir mitgenommen, ne? Der Dude ist ja gestorben. Okay, platziere das Sphinx-Medaillon in der Statue. Statue. Statue D. You were going the water. I am making the clay. We are living together. And everybody says, hey. You are cooking the water. So. Epische Musik. Nein! Ach komm, was ist das denn? Leck mich doch am Arsch. Das ist ja wohl ein Witz. Kannst ja erzählen. Was für ein Verreckerpfeil, der geht ja kaputt. Ach, das ist so lächerlich. Als ob der halt genau vor seinen Füßen. Egal. Hä? Die Statue. Sie ist weg. Okay. Was ist hier passiert, Freunde? Funktioniert wohl nur bei Nacht. Ich komme wieder, wenn es dunkel ist. Oh, ist das dein Ernst jetzt? Wie soll ich denn das machen? Ach so. Cool. It's getting dark in here. Na also. Was ist das denn? Was? Wen haben wir denn da? Hoffentlich hältst du länger durch als dein Vorgänger. Bei den Göttern! Die Statue lebt! Ich bin keine Statue, Kind. Wenn du nicht begreifen kannst, wer vor dir steht, wie willst du mich unterhalten? What the fuck? Wow. Krass. Was bist du? Die Sphinx, die Hüterin von Wahrheit und Wissen. Swing. Swing. Warum bist du hier? Die Götter schickten mich, um etwas zu schützen. Seitdem bin ich hier und bewache es. Deswegen bin ich gar nicht hier. Nein? Dann sag mir, Winzling. Warum bist du hier? Du beschützt einen Gegenstand von großer Macht. Ich soll ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Ein sehr edles Motiv. Doch leider kann ich deiner Bitte nicht nachkommen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich gehe nicht ohne ihn. Die Macht, die ich schütze, ist nichts für Willensschwache. Ich kann widerstehen. Man muss alles riskieren, wenn man nach Wissen strebt. Wenn du klug auf meine Fragen antwortest, hast du dich als würdig erwiesen. Was hat einen Lauf, ohne zu rennen? Kann verbinden und auch trennen? Was hat Arme, doch keinen Hals? Hat ein Bett, doch schläft niemals? Was?
Ich meine, es ist der Fluss, ne? Oder? Es hat ein Bett, aber schläft niemals. Das muss der Fluss sein. Das ist der Fluss. Ein Fluss. Das könnte sein. Willst du mich verarschen? Was lässt Tote erwachen? Lässt dich weinen oder lachen? Macht dich jung? Wird in einer Sekunde geboren und bleibt ein Leben lang? Erik Range. Was? Ich würde sagen Erinnerung, oder? Müssten Erinnerungen sein, weil bleibt ein Leben lang. Eigentlich ist die Lösung immer schon im letzten Satz verbaut. Müssten Erinnerungen sein, oder? Erinnerung. Du überraschst mich doch. Mein Haus baue ich mir aus langen Seilen. Meine Beute wird mein tödlicher Spinne. Biss ereilen. Spinne! Ich glaube, ich spinne! Eine Spinne. Gut gedacht, Winzling. Du bist wirklich interessant. Nun, nimm, was du gelernt hast und berühre die Symbole, die deinen Antworten entsprechen. Was? Also Fluss, Erinnerung und Spinne. Okay. Also Fluss. Was ist Erinnerung von den Dingern hier? Das hier wahrscheinlich, oder? Ist das hier Erinnerung? Aber ich gucke mir die anderen Dinger erstmal nochmal an. Das ist Zeit, glaube ich, irgendwas. Das weiß ich nicht. Das ist irgendwas mit einem Vogel. Ein Fisch. Ja. Also das hier erscheint mir am sinnvollsten, was Erinnerung angeht, weil es hat was mit Gehirn zu tun. Und schließlich noch die Spinne. Na dann mal schauen, was passiert. Sprich mit der Schwinge. Moin. Schwing dein Ding. Hä? Was bist denn jetzt so? Mein Gott. Stellst dich aber auch an vor die Drama Queen. Erfolg freigeschaltet. Rate mal. Überliste die Swings. Okay, wir haben einfach mal die Swings erledigt. Ich meine, hey. Kein Ding. Einfach mal eben die Swings umgebracht. Ist doch überhaupt kein Problem. Ist doch überhaupt kein Problem, hä? Da lag Kate Moss. Teach, 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 teach. Okay. Um gegen Minotaurus anzutreten. Was? Um gegen den Minotaurus anzutreten? Was für Minotaurus? Tor von Atlantis. Okay, wir haben eins von vier haben wir erst zurückgeholt. Lesbos, Messara und Kythera. Was ist das? Deine Odyssee? Jagd auf den Kult des Kosmos aus dem Schatten? Was ist das? Zwischen zwei Welten. Tor von Atlantis, Tunnelblick. Okay. Ein Artefakt ist in der Region Kythera, aber wir wissen nicht wo, oder was? Wir wissen nur in der Region Kythera, oder ist das hier auf der Karte markiert? Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo ist Kythera? Das weiß ich jetzt nicht. Also Lesbos ist schon mal oben rechts, das passt. Das ist schon mal easy peasy. Samos, Chaos. Paros, Naxos, Ödvat, Messara, Pefki, Kite. Ach, da unten. Oh Gott. Das ist aber weit.
Das ist so eine halbe Weltreise. Aber gut, ne? Ich meine, müssen wir ja machen. Oder nicht? Oder fahren wir erst nach Lesbos nach oben? Nee, fahren wir erst hier runter, oder? Wo ist denn Massara? Okay, das ist direkt rechts nebenan. Lass uns erst nach runter fahren. Weil da haben wir nämlich zwei Stück. Da haben wir nämlich zwei Stück, das passt. Okay, dann, wir können ein bisschen abkürzen, indem wir... ja, hier hingehen, ne? Ich meine, da ist auch unser Schiff. Gehen wir da hin. Die Pasta-Ruinen sind da, hast du gesehen? Nice. Was? Ich könnte jetzt auch schon? Was könnte ich jetzt auch schon? Entschuldigung, was? Okay. Mh, die Pasta-Ruinen. Lecker, Schmecker. Au. Was? Teach, ich danke dir vielmals für deinen gegüffelten Zap. Geht natürlich an dieser Stelle, ne? Geht Liebe raus und, herzlichen Glückwunsch an die Vergifteten. Begifteten. Warte mal, wo? Ja, muss ich kurz überlegen. Warte mal. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ich gucke aber auch vorher lieber noch, ob das richtig ist. Ich gucke mir das nochmal an hier. Sind wir da auf dem richtigen Weg, sag mal? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Ich glaube, ja. Das sieht richtig aus, ne? Wenn wir hier einfach so links rumfahren, dann haben wir so die Richtung da unten. Das sieht schon richtig aus, ne? Geil. Keterra ist Level 93. Was? Mann, ey. Level 39, das ist aber ein bisschen heftig, oder? Woran sieht man das? Ach, das steht hier, ne? Ach, du Heilige. Okay, aber Messara wäre aber Level 33, ne? Sehe ich das richtig? Das wäre Level 33. Lass mal hier hinfahren, glaube ich. Lass mal lieber hier hinfahren, weil... Boah, Level 39 ist ein bisschen heavy, oder? Das ist nicht so geil. Was? Trinity, danke schon auch an dich für deinen gegifteten Sub an Wächter der Esche. Wächter der Esche, mein Gott. Und danke schon auch an Runestamp für deine 3 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Schankedön. War 35 bis 39, sorry, Skypane, alles gut, kein Stress. Wir fahren erstmal auf die andere Insel, sammeln da ein paar Punkte, dann sind wir vielleicht Level 35 und dann passt es auf. Schitteböen. Achso, wir könnten mal Reisegeschwindigkeit machen vielleicht, ne? Wieder ein wenig schneller. Das ist ja auch eine schöne Insel, sieht das aus hier. Guck mal. So eine schöne Insel. Das gefällt mir, gell? Das schaut ja aus wie Frankfurt. Kreta ist das. Oh, okay. Barnabas. Cool. Was ist die große Landmasse vor uns? Kreta, das Land der Mysterien und Helden. Theseus und der Minotauros. Du kennst die Geschichte. Teilweise. Theseus war ein Held der Athener. In Sparta war die Geschichte nicht sehr beliebt. Ja, aber es war eine epische Geschichte. Theseus wagte sich in das Labyrinth, um den Minotauros zu erleben. Ein schier unmögliches Unterfangen. Doch es gelang ihm und er rettete die Minoren. Aber scheint Theseus und ich haben so einiges gemeinsam. Kopf hoch, Cassandra! Die Götter stehen auf meiner Seite. Wenn es dir gelingt, grillen wir eine Ziege, trinken Wein. Ich erzähle dir alle Geschichten, die ich kenne. Es ist mir eine Ehre, dich zu begleiten. Hier sind wir.
gesichert.